Wir weiten dort auf ein Fehlmal, dort Cherubim, Jeroboam auf Englisch, Mjuk Israel zu singen. Und ein Mjuk Israel zu singen, wir in ein Mjuk Goldene Kolf in Bethel und in Dan. Und hier haben wir da dort Lohnkort, dort wir können mit sein, würdet es. So, das bleibe, dort ist der Sturm von Israel, dort wir hier, dort die Geduld wir. Von wir erst König David oder Saul, David und Salomon und dann dalte König sich mit Jeroboam und Rehoboam und so und dann Jeroboam hat mjuk Israel zu senden und hat mjuk einen goldenen Kopf in Bethel und in Dan und hat da dort wenn er hat Angst dass die Menschen wurden trägen in Jerusalem wenn die Tempel der wir in Jerusalem der einzige steht wo die Sohn anbeten, Gott anbeten oder der Opfer bringen, einmal das Jahr, wir in Jerusalem. Dort wird der einzige Tempel, wo die Hoden, der einzige Tempel, wo die Soll Hoden. Die Hoden Synagogs, jüdische Schulen, über das ganze Land, dort die Menschen können Gott sein Wort hören und so was. Aber wirklich der Tempel, wo die Opfer muss, gebracht, einmal das Jahr, dort wir in Jerusalem. Solomon sein Tempel. Und so, Jeroboam, Cherubim, Hei Mjuk, die goldene Kolfs, eint in Bethel, und eint in Dan, und bad eng von sin Lohn, dass die Menschen nicht brücken in Jerusalem, in Jerusalem reisen, wenn er hat Angst, die würden nicht zurückkommen, wenn er deiden. So bloß ein bisschen Evergun, und wo wir werden in der Geschichte, so die kam ein Mond, Gottes Mond von Judah, und er predigt zu Jeroboam, dort hat der Sinnen da, der soll Büße tun, wenn der die goldene Kopf hat gemerkt. Und er predigt jeden Alter und prophezeit für den Alter. Wir wollen bald noch wieder von dort reden. Und so schön ist er jeden Alter prophezeien da, dann streckt Jeroboam seinen Hund aus und den Propheten sie nehmen am Fuß. Und dann so schön ist er dort da, dann dreht seinen Hund ab. Und der Tegen, dass es von Gott wird, wir, dass das Alter wird zwei geritten worden und dann prophezeit der Mond noch viele Dinge. Wir wollen das Bild noch ein bisschen dollen und checken. Und so der Alter, der reit zwei und das Arsch von dem Alter, das schaut alle rüt und den sein Hund tritt ab und dann frucht er den Gottesmond, dass er können beten, dass er wird geheilt worden. Und er wird geheilt und dann opfert der König den Gottesmond, dass er soll sehen, Hüß kommen und er will ihm du bedeuten und er deutet nicht wie ihm. Gott hat ihm gesagt, er soll kein mit kein Eten, kein Wut trinken und nicht in seinem Weich zurückkommen, wo er ging. Und so dann reise los. Dann werden nur zwei, du werden sehen von einem alten Prophet, wo am Sachen und er ran in Hüß und er vertauen er Führer dort, wo geworden wir in das Tempel in Bethel. Und dann das alte Prophet, der rest und segnet den Mond von Judah. Der Mond von Judah, das ist der, was du jen, der alte prophezeit hat. Das alte Prophet, er ist ein falscher Prophet oder wenigstens nicht gehorsam zu Gott, Meier, weil nicht ist der Mul as gewahrst, aber in dieser Geschichte wenigstens auch nicht. Und so, der legt den Pferd und sagt, ein Engel von Gott, hat ihm gesagt, er soll nicht in sein Haus kommen und mit dem Topf essen und trinken. So, der da dort und dann kriegt den Tiet, wo er dort essen, dann kämpft der Jäst von Gott ab, das alle Propheten ab und das er prophezeien. Und dann, ich war bald da über Nangung, wo er dort prophezeit, wo ich von der Wahl nicht kicken ist, kriegt, wo er wir prophezeit und wo er wir erfällt, da wir dort bitte keinen Topf füllen. So dann, am weichen Hüß, dann hast du ein Lev, wo das Mond von Judah dort merken hat. Und der Lev, der schiert nicht den Scharpe an. Der merkt den bloß dort. Und wieder schiert er den nicht an. Und der schiert den Esel auch nicht an. Und der Esel hat auch nicht Angst vor dem Lev. Und so das bloß, hat Gott alle gedungen, bloß zum Wiesen, das ist nicht bloß ein Wort, was das passiert. Das wir, der Struf Gottes, wird ab diesem Mond scheint. Und ich vertraue damit von letztem Mal, wo der Struf so viel Euer, dort ziemt sich so viel Euer, als Jeroboam sind. Aber der Wut Gottes, der sagt, Gott sagt, der, wo ich leuven, der Struf hat. Und so der Struf, der wir
der wir wirklich wählen, der eine neue Gemeinschaft hat mit Gott. Und war das so, sagt Gott, was in diesem Leben passiert, wenn wir das, in diesem Leben die Strafe kriegen, man reicht Button dort, aber wir wählen Gemeinschaft haben mit Gott und reich sein mit Gott und ein ewiges Leben haben, das viel mehr wird. Ist, wenn wir in diesem Leben ganz stark und alt werden und keine Gemeinschaft haben mit Gott, aber dann für Ewigkeit, für alle Ewigkeit, in der Vierlich brennen und du so quälen. So, das ist ein Ding, wo wir einmal machen und kicken. Erste kleine Strategie nehmen, finde ich, sagt, in der Prophet nahm den Dogen Körper von den Mond von Gott und lädt den ab den Esel und brachte den Tree. So, ich dachte, wenn ich diese Geschichte lesen, da ich probiere mich durch Zaya nennen zu denken, ich weiß nicht, bleibt der Lev durch, da wurde ein bisschen, da wurde gerade gesagt, der Lev, der wir durch, das ist alle Prophet Chaim, der Lev wir durch, der Körper wir durch, der Esel wir durch. Und nun hat das, dann nimmt das alle Prophet den Esel, und dann den Körper durch ab, hat der Lev durch bloß gestohlen und gekickt, was der auch hat, und dort wurde, wenn du an sich ein bisschen nennen denken, dass nennen laut, einer würde, da würde zum Grillen sein, den Körper durchholen, aber doch eine wird bloß ganz klar weiten, das ist ein Wunder Gottes, was passiert. Und brachte den Tree und der Ola Mond kam nach der Stadt, um zu trüben und dem zu begraben. Und er lädt seinen deutschen Körper und sein in den Grof und sei trüben über Arm und sehen, Oba, mein Bruder. Und so, ich will diese Verschüttung anbringen, weil du auch bald was hier trägst. Bloß der Hauptpunkt ist hier, dort der Prophet, der war drei gebracht, eine Bethel, wofür wurde das Golden Kopf hier, wo das alle Prophet wohnte, der war nicht gebracht, drei gebracht, eine Judas, war gebracht eine Bethel, du hast den in seinen Grof begruft. So, nun, ich habe einen Chart gesagt, ich wollte hier ein bisschen ändern für mich selbst, um das lernen. So, hier so, an dieser Seite, das ist der Königreich von Juda, die ersten zwei Königste Buben, das wurde da gedeutet, wie Rehabim und Jeroboam. Rehabim und Jeroboam auf Englisch, das für mich ist vielleicht die Nummer auf Englisch sein. So, das wären die zwei Spolungen, hier so, als Saul, David und Solomon, und von dort spolen sich dort zu Israel, und zu Judah. Und war der Christus auch gelassen, wenn ihr die Bibel lesen dürft, und dort redet von, wer regiert in Judah, oder wer regiert von Jerusalem, dort ist das Salje, dort ist das Sied, dort ist der Sturm von Dorfi. Das ist all diese Rotbleiber, das eine, was nicht Rotbleiber ist, aber all diese Rotbleiber, der Sturm, der kommt von Dorfi. Und an der anderen Sied, da wären verschiedene. Na, wenn die Salje clear sind, dann meint das, wir in der Salje Familie. So, da passiert werden so, wenn du einer Non-Chime in Chinese wir, haben wir auch gesehen, Chinese, und was den Menschen ist, genug haben oder mit Gewalt dort Chinese Krieg nein. Und so, das Rehoboam, der wir nicht der Chinese von Judah, und Jeroboam von Jerusalem. Und das Einzige, was ich hier auch will mal sagen, du hast noch einen Jeroboam in der Bibel. Und so weiter, wenn ihr die Bibel lesen dann, der Buchstabe, der erste, du hast Jeroboam, der Son of Nebat. So, du hast einmal gesagt, wem sehen du das? Und vierten, wenn wir lesen dann, und später gesagt, das ist ein viel wird dann. Warum, was war das mir dort, wem wäre, den sie vorher aus? Aber die Bibel, der haftet so, der lagt sich dort so üt, dass wir uns nicht verdrehen von einem bis anderen. Wenn wir fährten, wir den Menschen, die das Salje nun haben, und dann, wenn wir nicht näher weiten, von wem redet das hier, dann wird die Geschichte ganz abgemixt. So, du wir ein zweiter Jeroboam in das Krieg, in das Chinesisch. So, du wir ein Bettes Chinesisch, wir ein Bettes Chinesisch von Israel, und in der Bibel, das sagt nicht Jeroboam der Erste oder Jeroboam der Zweite, hier ist auf der Chart, habe ich das haft so geschrieben, aber das sagt bloß, wem sehen dort wir, und so das ist wichtig, dort zu weiten. Und so, der Gottesmann von Judah, der lebt gerade in dieser Zeit. Von der ersten König, von dem, wo der Königreich geduldet wird, kam der Prophet von Judah, kam die Rede mit Jeroboam. So, das ist allem bloß ein bisschen
Dollar sein, wo das steht. Und hier Josiah, dass wir mehr 300 Jahre Luther war Josiah König von Juda. Die Israel, der erste Jahr nicht mehr Königreich, der letzte König sind die aufgenommen und die sind Sklaven in Assyria. Und so du hast nur bloß nur das Tiet, den Tiet von Hezekiah, dann hast du bloß ein Königreich. Und so du wir haben Menschen, aber wir müssen besser begreifen, als so wenn ich würde trägen in der Map, Israel wie Buben und dann unten wie Juda, dass nicht dort Israel nicht ganz ladig wird, die wird in Land teilt, wenn die entweder annehmen, versloven, die nehmen noch mehrste Menschen, besonders die, wo du in Regierung wirst, besonders die, wo du so, die würden die Königs nehmen, und die Königs ihre Sehens, und all die Wäse, und die würden die alle mitnehmen, aber die meisten Menschen, die bleiben da bloß, und wohnen in ihre Hiese, so ist Farmer und so was, Schubporte, wo immer, und dann kriegt die Lohn von Assyria, wo dann bloß Tax kriegen von da. So, das ist nicht, dass du nicht Menschen wirst, du wirst haben Menschen, aber, ja, nicht, weil wir trägen Josiah. Josiah, der König von wem? Des Mond von Juda hat prophezeit. Wir waren in der Boot nach wieder Nangum. Und ein Ding, was ich von dir will rüberbringen, kann ich kein Mal euch gedacht. Ihr schaut mir nie lang nicht, wenn ich sind noch mehrere Mal durch die Bibel gegangen und die Wacht, wo ich diese zwei Königs können hineinscheiden, als ich bloß ein. Ihr schaut mir, wenn ich von diesen Geschichten reden darf, ich muss einmal sagen, oh, ich weiß nicht, wann kann ich das wie Jeroboam oder Rehoboam. Ich meine, besonders auf Englisch war auf die Joke, krieg so. Die Nummer sind so sehr überein, und die werden zu der Salute Chinese, einer für Juda und einer von Israel. Und dann muss ich einmal sagen, oh, ich weiß nicht, wann, aber was denn sie nun wir auch, anyway, die König von Israel. Und so, nur als ich studierte, ich dachte auch, dort Rehoboam, das fängt mit der Salie Lateren an, ist Reh. Auf Spanisch stand, habe ich das vielleicht einmal ein Bett Dollar in ans Kopf weiten, wenn das erst dort abbreche, Königreich. So von nun an, wenn irgendwer so sein und nicht mehr weiten, okay, wohnen wir nie von Juda und wohnen wir von Israel, der von Juda, wo in Jerusalem regieren, dort wird die Worte Reh. So vielleicht habt ihr ihn zum Monat oder noch. Tom Halpen dort reichte holen. So ja, mehr 300 Jahre Luther, von da wird das Mond prophezeit, kein Josiah. Ich weiß, Carlos, der vertalt viel weg, ein bisschen von Josiah, Manasse und Ammon, und wir waren, ich war ein bisschen deip an Nangum. So 20 König 22, 1, Josiah, wie 8 Jahre alt, als er anfängt zu regieren, und er regiert 31 Jahre in Jerusalem. So war er, dass Josiah als der König von Juda und er regiert in Jerusalem. So darin will ich das war er rüberbringen. Einmal wenn wir lesen dann, einmal sagt er, dann war er König in Juda. Einmal sagt er, er regiert von Jerusalem. Das ist der selbe Sturm, das ist der selbe Königreich. Bloß so wie der klar haben. Und er died dort, wo der Reich wir in den Herren seine Ehren und wandelt in all die Wege von David seinen Führer und dreht nicht nach der Süd, nach der rechten Hand und nicht zu der Linke. So Josiah wie ein sehr feiner König, auch von 8 Jahren alt war der König und Fuß von Anfang wird er ein König, wo du Reich will. Und der dein nicht Fuß reich, ich war der Bild mit der Deibanangum. Und so in Vers 8, da wir Jesus Vers 2, in Vers 3 sagt der Wort Gottes uns dort das passiert, wo wir, die Geschichte, wo wir nicht von reden dann, das passiert ist in der 18. Jahr von Jesaja. So Jesaja wie 18 Jahre alt, ist das passiert. So 10 Jahre hat er all regiert, ist ein König. Vers 8, in Hilkia, der hohe Priester, sieht der Chef und der Schreiber, ich habe das Buch von dem Gesetz in den Herrn sein Haus gefunden. So, Sohn scheine doch. So, dass wir, also ich sage, dass wir all 10 Jahre hat Josiah, wie Josiah auch König, dann ist Josiah 18 Jahre alt,
Und als Junior regiert hat, dann sehe ich die Hohepriester, die sollen Mana Geld geben, die sollen assure machen, dass die Geld haben, dann den Tempel vor dich machen, Gott sein Haus vor dich machen, das soll gereinigt, das soll mal gebrückt, das wir all von Josiah sein Führer und von den sein Großführer, wir der Tempel all so vernichtet geworden und wir wollen der Bild noch wieder nennen. Aber so, Priester Hilkiah, der von Gott sein Wort tut, der Gesatz, der Bürg von der Gesatz, in den Herrn sein Hüste von, und Hilkiah jäuft das Bürg zu Schäfen und hei los dort. So, nie war ich Messia Nuragun, der Tiet von Josiah. Josiah sein Führer, sie nun wie Ammon, und dann sein Großführer, Manasseh. Und so ist Carlos Dörkel, Lars von Red, der schlagste König, was wir haben gehört, oder was die Juden haben gehört in dem Judentum, wie Manasseh. Er brach alle seine Aufjahre an Gott sein Haus in den Tempel. Er brach, es ist nicht bloß dort, er deit Aufjahre anbeten, er brach alle Aufjahre an Gott sein Haus in den Tempel. Und er deit Manasseh in Kenia. Opfern und jäuft von gebrandet Opfer und dort wir so schlag können wollen und für dort den Moment oder in der Zeit von Manasseh, wir waren bald auch noch dort bei Nangum, wir die Zeit, wo Gott sagt, okay, nun habe ich auch genug mit Juda. So, solange der Gott Dollar mit Israel kämpfen und Juda, der wir gesehen von Gott, wenn er hat viel mehr Königs, was du wirklich nur Gott sagen, was du wirklich Gott ihm wählen will. Und so, nun aber Hezekiah, Manasseh ist ein Führer, wir auch ein feiner Führer. Und das ist auch eine interessante Geschichte von Hezekiah, was ihr helfen, da merkt ihr ein bisschen denken, was euch ging. Gott, der Prophet Isaias, der soll kommen in Hezekiah sein, da wir tief zum Sterben, Gott hat es all. Da wir Gott ihn wählen, dort er wird sterben. Und er rät sich immer und er rät und er betet Gott an, dass er noch länger leben kann. Dann jaff Gott an, dann haben wir 15 Jahre. Die 15 Jahre werden die schlechtesten Jahre von Hezekiah. Und die 15 Jahre haben die alles verspielt, was er abgemerkt hat. Dort gute Leser, weil ich da und studiere die Unterscheid. Fashion, die Jahre Eier, Gott hat gesagt, die wird sterben, und die Jahre Luther. Und dann kann ich aber sagen, dass Gott hat ein Wahl, er weiß, was das Beste ist, und einmal hat er lautet Tau, dass wir irgendwas kennen oder in Wahrheit leben, was nicht perfekt ist, und das ist in der Geschichte von Josiah. Okay, so Manasseh, Ammon und Josiah. Beides Manasseh und Ammon, wir in Chinese wurde nicht fan wir. Und so sagt sie, Manasseh wird der Schlagste. Und Manasseh hat 55 Jahre hat er regiert. So sehr lang, wir in der Chinese wurde so lang regiert, ist Manasseh. Und er wird der Schlagste, das tritt ich. Und 2 Jahre hat sie in Ammon, das ist nicht Josiah, sein Führer. 2 Jahre hat er regiert, so Josiah, der von ohne sei 8 Jahre alt war, ist Josiah 6 Jahre alt, aber dann ist es bitte in Handel. Ist Josiah 6 Jahre alt, dann fangen sie ihn Führer unter die Jahre. Und 2 Jahre alt muss er. Und die 10 Jahre hat er gehabt, wenn die ersten 10 Jahre, dann deid, ich wollte es jetzt sagen, Josiah wir ein Mann, nun Gott sein Wort, nun kriegt es das Dorf wieder. Das sagt er sehr klar. Er ging Gott hingeron, so sein Führer Dorf wieder. Aber er deut nicht wörtlich Gott sein Wahl in den ersten 10 Jahren. Weil die entweder warum. Entweder nicht gedacht, warum die all 10 Jahre regiert hat, er die wörtlich für Gott schaffen deut. Die kann das Gesetz nicht. Krieg. Und so,
So für mich war da, da wir ein Wort, wo ich leit mir nur nahen, und ich dachte an, dort ohne Wort Gottes, ohne Bibel, ohne ungottigen Gesetz schauen, hab dort nicht, wenn ich auch will, Gottes tun, wenn ich Gottes will. Der Wort Gottes, der sagt uns, dass der Gesetz, wie uns die Jäfte haben uns wiesen, dass wir Sünder werden, der Gesetz, wie die Jäfte, dass das Volk Israel dort reich kann, regieren das Land, die Propheten, die sollen die König einmal weiter denken haben, was der Gesetz sagt, in dieser steht. So nu, das ist all so lang, als das all kreuzer ihr was ist, das wir. Das, besonders wenn wir kommen, denkt ihr mit nein, wo fährten wir das hier dann, weil so stolz haben wir das, dann haben wir gehört. Wirklich, wenn wir in uns Historie von den Dietschen, von den Mennoniten, nennen, wir wollen das bald an, wo sei das geändert haben. Maar ook in die wat de dolste hand geproefd dat de hoogens is dat we, heeft dat geënderd. En hier zo nu, ik aan het studeren dat ik leid me een beetje aan, wo lang treviert is men als die omvang te regeren. En dan, ik heb hier de jaren geschreven, zo is van, ik weet wat het helemaal is, is dit zijn is, dit passiert niet in 2022, dit passiert von ungefähr 600 Jahre als Christus. Aber wenn wir uns ein bisschen nachlaufen, wann das nun dit Jahr wir geworden? Dit Jahr, auf einmal, als der König von dem Land steht ab und sagt, hey, wir haben Gott sein Wort gefunden, wir haben den Gesetz gefunden, wir haben alles auch getan. Der Tempel, der ist auch ein, und du sagst, viel aufjährliche Tempel sind, dit mal alle abgeräumt und dort mal getan, wir haben Gott als uns da. Wenn der Euer von Gott ist ab uns, wenn wir die Boten nicht haben geholt. So dann in 2014, als das Jahr wurde es, wurde Josiah wie König geworden. 2012, das waren dann sie Futter wie König geworden. 1957, das waren Manasse, wurde dann anfangen zu regieren. So, wer kann noch drei denken, wurden wir in den 1957? Ich bin in den 1970 geboren, so ich bin noch lange nicht geboren, den Zeit, wo Manasse anfängt zu regieren. Die Isaac, warum ich das wollen, wird es nicht nachlaufen, als wenn das Josiah König wird, die ersten 10 Jahre, wenn er nicht die Bibel hat, er hat nicht den Gesetz, nicht Gott sein Wort, für den dort sollst du leben dein, all das auf Jatari, was in den Tempel werden, dort wir alle normal, dort wir alle Leicht vielleicht auch Schmack, dass wir, ich weiß nicht, wenn er selbst zum Beispiel nachlässt und wo einer Feuerlisten essen kennt, oder wie Wissen von der Wahrheit, dort fällt sich für einen Fan, dass wir auch nicht wären. Wir sind Gott sein Volk, wir haben einen schönen Quark, wir haben ein Gesamtbild, wir haben all diese Dinge, was wir haben, dass wir so tüssig und dort fällt sich möglich. Und so für diese ist das nicht anders. Die haben alle Sorten in den Tempel, die haben alle Sorten andere Jäte, was die da tun. Die haben Schottenstädte, wo die Bäume haben geplant, wo die Jäger in deinen vielleicht Teuchlichter anstecken, in deinen nur beten. Und von daher, das schwer sich alle so reich, wie die haben das so lange tun. Da wenn immer weiter, fehlt uns Gott sein Wort, wo wir können dort brechen und dann trägen und sagen, okay, ja, das sperrt sich sehr tüssig. Jetzt sperrt sich sein Fan, wenn sie dort hat, Großpapa dort und Großmama und Papa und so wie das wie drei denken kann, wird es einmal so steht, dann fällt uns dort so, so steht, muss es sein. Das sperrt sich tüssig. Der Wort Gottes, als Wort Gott brücken kann in der, kann man uns in eine Gläs rütteln, wenn wir in so eine Gläs sind, wo du ganz ordentlich ist. Und wir sind alle in der Gläs gewesen. Okay. In Vers 11, das haben wir zweite Königs, und dort passiert so, dass der König, der wird in dort Bürg von der Gesatz, die hier hat, verreit heiß seinen Kleider. So warte, was ihr trägt, das ist ein König von 8 Jahren alt, wie ein König, wo du reich deut in Gottes Union, ein Wohl. Aber doch, er weiß nicht, wo er reich der Gewass wird. Er weiß nicht, wo er der Religion geworden wird, in der Priester, in der Aufjahr und alles, was er da ist. So schön ist er, dass er wird hier, er reiht seine Kleider auf. Gott, Gutje und Frau den Herrn für mich und für das Volk und für die ganze Jüda, wenn er wird von dem Bürg.
Wohnt gefangen ist, wird sehr groß als der Haar in euer. So, warte, die nur bloß mit dort gesagt, mit Gott sein Wort, kann er sagen, wo groß euer ist. Wohnt jen uns euer steckt ist, wird unsere Vorderst haben nicht nur die Wirt von dit Buch gehört, um dort zu donen, wo die geschrieben ist für uns. So, warte, was ihr drei denken, von wo wir kommen, wo ist dort, wie es Mennoniten, so lange haben wir geglaubt, dass so, wenn wir dort nachholen, was wir gelehrt haben, wenn wir dort blieben, wo wir gelehrt haben, dann sagen wir euch, in der Bibel, in der Zeit von den Propheten, in der Zeit von Israel, Gott sind gewählt fort, so schön ist der Gott sind Wut zu ziehen, dann werden die verdreht und verletzt. 20:22-10, das sagt der Herr, kick ihm um. Ich war schlachtet ab diese Stadt Bremen und ab der Anwohner davon sogar alle Wied von der Burg, wo er die König von Juda gelesen hat. Sie haben mich verloren und haben zu anderen Jäten vierrück geopfert, dort sei mich zum Euer Ratzen möchten mit all den Wolken von ihrer Hänge, du wirst so mein Euer Stadt sein, jen diese Stadt und soll nicht ausgemerkt worden. So, Josiah hört von diesem Propheten, er sagte dem Propheten, red mit Gott, und Gott sagte Josiah, wo du was umgehst. Vers Kapitel 23, Vers 2. Und der König ging ab in den Herrn sein Haus, und all die Männer von Juda, und all die Anwohner von Jerusalem mit ihm, und die Priester, und die Propheten, und all die Menschen, beides kleine und große, und er los in ihre Uhren all die Wehen von der Burg, von der Bund, wohnt, gefangen wir in den Herrn sein Haus. So, dass wir, hei wir auch nicht bloß zufrieden mit Aqua Büsse down und Aqua Beta down, hei wiss, ach sein König, ach wo den Menschen alle top bringen, den Gott sein Tempel, den Gott sein Haus, den machen das alle hier. Und wenn wir da andenken, dann das Gott sein Gesatz. Erste, zweite, dritte, vierte, fünfte Mose, Josiah, Mess von Ev, und die Samlebücher, die sind alle gewasst und die haben alle gelesen und die stunden durch und horchen. So, viertens haben wir nicht geduldet, für meistens Stunden und auch hören, weil die haben dann lang ausgeholt und haben hören, was sagt Gott uns. Und die können stunden wie ein Ständer und mir ein Bund für den Herrn nur zu feuern und seine Boten zu holen und seine Zeugnisse und seine Gesatzen und er wird von seine Boot für Pferde bringen, wo er in dit Buch geschrieben wird, und all die Menschen stünden dort dort bunt. So die Menschen, wenn sie das hören, die stünden alle toe und sagen, ja, wie war. Und die König befahl Hekea, der hohe Priester, und die Priester von der zweiten Ordnung, und deren Wächter, all die Dinge von dem Tempel rüberzubringen, die zu Baal gemerkt werden, und von den Schottenstädten, und für all die Herr von Himmel und hei verbrannt dort Büter Jerusalem und die Staaten von Kidron und drückt die Ohren davon nach Bethel. Was die drei denken, was der Prophet hat gesagt, wo die Wut verbrannt worden auf den Altar, wo in Bethel wir, und nun merkt die Dinge, wo du Büter Bethel verbrannt werden, der König braucht die Ohren davon und schade noch auf den Tempel, den Altar. Und er brachte die aufjährtische Priester durch, wo er die Königs von Israel euer Stadt holten, um Führer zu verbrennen, und die hohe Städte und die Städte von Juda und die Städte rund um Jerusalem. So die hatten in der Messe alle wehen, wo mit einer hohe Städte wir oder durch ein Bein wehen, die hatten vielleicht ein Bein geplant, mit einer schorten Städte mehr. Jeder hier ist in Mexiko, einer sagt, auch sei er, also ist dort, bei mir irgendwo fort, ey, du hast den Spatz von dem Boy, du hast den Kriegsbuben. Und sei er, ist dort, dann haben wir gehört, fallen sich so, hier sind wir nur zu Gott, hier sind wir mit Hacher, Gott ist im Himmel, so werden wir hier so eine Städte mehr und zum Anbeten, und dort wir nicht Gott sein werden. Du wir eine Städte, wo wir sollen Gott anbeten, und dort wir in Jerusalem, in den Tempel, wo Salomon gebiet hat, du wir Gott. Und auch wohnen,
Du erfuhrst Brandon zu Baal, zu der Sonne und zu der Mond und zu den Planeten und zu all der Herr von Himmel. So, die haben alle Sachen euer Bett. Die Mond, die Sonne, die Planeten und die Engel, die den Himmel sind, alle verschiedene Dinge haben euer Bett. Vers 7. Und er brügt die Hieser von der Sedemita Dool, wo er bei den Herrn sein Haus wären, wo er frühes Gehang flochten für die Schottenstädter. Das ist der Hieser von den Sodomiter, wenn ihr das noch nicht weiß, das sind Homosexuales, das sind Männer, wo du mit Männern schlucken dann und sich das dort versinnen. Dort nun der Champ von, wo in Sodom passiert. In der englischen Bibel sagt das einmal, sagt das Sodomites, auf Spanisch sagt das auch Sodomiter. Und die plötzliche Bibel, die sagt hier, Hieser, der höhere Hieser, oder wir meist dort, da wir der Hieser von der Sodomiter. Die wir noch so weit in Sinn, da kriegt bezieht der Gott sein Tempel, hat er noch ein Hüß gemerkt für Sodomiter. Und Josiah, der brügt dort alle durch. Und er brügt die Aufjäter, in Bieter, und hakt die Schottenstädter durch, und fall die Städte mit Mana Knerkes. Und auch der Alter, die bei Bethel wir, und der Hüe Städte von Jeroboam, der Sehen von Nebat, so war der Messer, wenn er von Jeroboam reden hat, von diesem Jeroboam, der erste, der König, da wird sein, der Jeroboam, der Sehen von Nebat, oder da wird sein, Jeroboam, der wird ganz Israel senden mög. 19 Mal 17 Mal. 17 Mal in der Bibel, wenn auf Englisch, da ich dort in mein Isor, da ich was nennt, who made Israel to sin, or made Israel to sin. 17 Mal kommt die Phrase ab in der Bibel, und alle 17 Mal redet von Jeroboam. Jeroboam, who made Israel to sin. Jeroboam, wem hat Israel sinden merken. Und so, und dort wir wirklich ein schlechter König. Wenn er Israel zum Sinnen gebracht hat, so war er da. Jeroboam, der Sehen von Nebat, wenn er Israel zum Sinnen gebracht hat, gemerkt hat, wer ist der Alter und der Hüestäder brügt er durch und verbrennt der Hüestäder und stompt der Duhl zu Pulver und verbrennt der Schottenstäder. Und als Josiah sich umdreht, sagt er der Gräber, wenn er da eine Boy Wirn und schickt und nimmt die Knerkes in von den Gräber und verbrennt sie auf den Altar, sodass das nicht mehr zu brücken wird, nur dem Herrn sein Wort nur, wo der Mond von Gott ausgesprochen hat, wo er diese wird ausgesprochen. So war das, no, hier, so hier ist all, die, hier so halt, 1. König 13, 2, die das, die wurde ja prophezeit wird, und nun so in 2. Königs, ich glaube, das ist nur 23 gesagt hier, als dort, wo das erfällt wird. So, 1. König 13, 2, du wirst einer von David sein Nukommen abkommen, der Josiah heiten wird. So klar wird Gott mit der Prophezeiung. Mehr 300 Jahre Luther passiert hat, aber so klar wird Gott mit der Prophezeiung, die man nicht beim Namen genannt. Ich werde den neuen Part ausloten, wir wollen Bolten dort checken. So, das ist nur erfällt, dass Josiah König war, dass Josiah ne Bethel kam, dass Josiah die Alterhaft zwei merkt. Menschen knackes waren, ob die verbrannt waren. So hier so in 20 König 23 sagt Tim, lesen wir jetzt, dass die deine Gräber ladig mehr. Denkt um was sie nehmen. So dann jetzt ist das Prophet kam, die kam in den Tempel nennen und die prophezeit gegen den Altar und sagte den Altar, Die Priester waren ab die geopfert worden, Menschen, die knackes waren ab die verbrannt worden. Und so, alles, was dann jetzt passiert, wird das Alter brücken zwei. Aber und dann den König sein Hund riet ab, und dann fragte die Frau Gott zur Vergebung, dass er würde mir den Hund riet, Gott sei dort, Gott ist so sehr barmherzig. Aber dann, wenn der Prophet von der Dämon von Judah tritt, fort, der Tempel, der Alter, was war der Fuß, war der frische Bild. Die dann Fuß wieder, kriegst du es dir deiden. Die dann Kinder opfern, die dann alle Dinge, was die deiden, das passiert wieder. Und wo viele Menschen waren, haben gedacht,
Hey, der alle Mann von Juda, der hat ja uns Fehler. Der Wirkung war er war ein Prophet. Der sagt, ab das Alter wurden Menschen in Kirkes verbrannt worden. Der sagt, dass die Priester wurden hier oben geopfert worden. Der sagt auch, dass die Alter wurden zwei geredet worden und das passiert. So, was damit ohne? Vielleicht habt ihr bloß gästlich gemeint, die wurden von Band gestorben oder die wurden, oder wat, ich weiß nicht, was die meinen, aber das passiert nicht. Kommt eine Generation, eine, nächst 300 Jahre Luther, vielleicht vertrauen die dann haben wir von, hey, der wir ein alter Prophet, der hat das und das gesagt, und das ist schon mal passiert. Dort wir gleich ein Wort, der Prophet. Nächst 300 Jahre Luther, die gehen in die Gräber, die fangen die Gräber in die Boy, hier sind Lachen, und dann fangen die, hey, hier sind Knackespann, hey, wow, der Ola, das sind alles so, was du hast. Oft ja da euer Bett hier so in diesem Tempel, so dann war die Hohle verbrannt. Ich weiß nicht, krank wurden, Josiah ist in Kopf, euer Ink, ist der das seht, aber die seht, nimm die Knackes und verbrennt die ab dem Alter. Und so sei er näher als Gott sein Wort. Dann seht ihr, wo das das Eva schreibt, dort ich sei. Der Mann von der Stadt seht in der Arm, dort hast dort Groß von den Mond von Gott, der von Judah kam, und in diese Dinge einzusprechen, die du getan hast, gegen den Alter von Bethel. So, die deinen alle Gräber ladig merken, die haben den Heingrof gefunden, und dort sagt er an den Mond von Judah. Und er sagt, Lut am allein, Lut kein Mond, seine Knerkes wegbringen, so leiten sei seine Knerkes Tag mit den Knerkes von den Propheten, die in Samaria kam. So, der falsche Prophet, die kam in Samaria, der wahre Prophet von Juda, der wird in Top begrüßt in das Mond sein Grof. Und Josiah sagt: Lute knackest du. Lute schein dir da rüberbringen. Das ist wichtig. Ich weiß, für uns, wie weit ich sage, oder ich gucke, wie weit dort, das ist nicht wichtig, wo wir begrüßt waren. Das kranken dort, wo ich begrüßt war, wenn Gott ist kämpft, wie weit wo ich sein. Aber für eins wird das wichtig. Für das Mann von Juda, dort wird es sehr wichtig, dass er hier begrüßt wird und nicht in Juda. Weil nicht wer warum. Entweder hier da, warum wird es wichtig, wo diese Knackes liegen. So, in 1. König 13, 22 war dann betreten der Geschichte von der Mann von Juda. Ist das alte Prophet von Samaria anfängt zu prophezeien, sagt er zu dem Mann von Juda, du hast nicht so eten hier mit mir, und er fängt an zu reden, Gott redet dich an, und sagt er zu dem, dein Charpa wird nicht in dort Grof mit deiner Fuhrer begrüßt worden. So, das wäre wichtig, dass das Mann von Juda, den sie in die Knackes in Samaria bleiben und nicht drei gebracht worden in Juda, wenn wir prophezeit, dass es so soll es kommen. Und so sei er näher als Gott mit seiner Prophezeiung. Und er schlug alle Priester von den Hüerstädten ab den Altaren dort und verbrannt meine Erknackes ab da und ging drei in Jerusalem. So war er, dort Port, wo ich geschildert von 1. König 13, 2, und er wurde ab die Priester opfern. So, ich ging drei und ich dachte durchschrieben, ich sagte, was ist hier alles prophezeiert? Krack, was prophezeiert? Wo wir prophezeiert, wie Josiah wird kommen. Wo wir prophezeiert, wie Menschen in Knackes waren, ab die verbrannt worden. Wo prophezeiert, wie die Priester waren, ab die opfert worden. Was wir prophezeit, wir dort die Mond von Juda, seine Knackes, die wurden nicht in Juda begrüßt werden. Und dann wieder gehen in die zweite Kennis und dann lesen und sagen, wow, jedes Mal, wo Gott hat etwas gesagt, das scheint krank so aus. Entfernung von der, du sind viele Prophezeiungen, was wir noch einmal lesen und was eine große Sehen sind, wo wir weiten wollen kommen. Aber es sind so viele, die sagen, oh, das ist alles passiert. Und meistens einmal, die Ursache, warum die sagen, das passiert, ist, du sind für ein Port von der Prophezeiung, wo du erfällt wirst, aber dann ein größer Port nicht. Und dann nehmen die den Port, wo du erfällt wirst, und sagen, so, kick, das passiert all, und dann lernen die nicht nach der Erfallung von der Ewige.
Und das ist wichtig, dass wir das tun. Wenn wir es sagen, dass ein Wort prophezeit wird, wir können weiten, dass was alle passieren, kriegt aus Gott sieht. Wenn ein Wort von dort all erfällt ist, du erfällt von der Prophezeiung, ein Wort von dort wie erfällt ist, Jesus zu diesem Mal kam, aber viele in eine Farge, in eine Salje Farge, redet und ein Wort von seinem ersten Kommen und von seinem zweiten Kommen. Aber Menschen sagen, oh, das passiert alles, dass ihr erstmal schein. Weil wir geduldig lernen für das Ewige. Wir haben Kraxe hier, da wir eine Salje Farge, war das prophezeit, dort, war das alle prophezeit, und an ein Port von dort, wo die alte Trägheit, dort passiert dann Furz. Da wird die Kicken von dort, das ist so, was ich sage. Und dann, so der Hand könnte sagen, okay, der Port von dort, der sieht, dort wir so, dort scheint so, aber das eh wir nicht. Dann ist es gleich so wichtig oder hat es gleich wirklich so klar dort gemeint. So, Gott sein Wort ist so voll und auch gleich so, was wir nicht tun, dass wir ein bisschen über die Bibel haben, dass ich kann das ihr mal tun, was Carlos nicht hat, über die Bibel lernen, und das sei wichtig, und einer konnte da nicht sei deuten angehen, wenn das schön war, wir würden ein Jahr ein bisschen überblick haben von der Bibel, wenn wir in jeder Geschichte würden so deuten gehen, wenn wir in das deuten. Aber doch, dort ist auch sehr fein, einmal ein Port nehmen von der Historie, und dann du wirklich nachlaufen. Wenn die Wahlen studieren, ein Chinese studieren, sein Leben, nicht bloß dort Geschichte lesen, Brückine Funds oder was auch immer, sagen, wo noch ist das Geschichte geschrieben? Wenn das in Chinese geschrieben, das in Chroniken geschrieben, hast du ein Platz von dort, Räte von verschiedenen Psalmen oder was immer. Und du hast so viel, so deep, woran du kannst nangum. Und so war da bloß weiten, dort Gott hat sein Wort ans Jef, der Bibel, der ist voll, Dinge, die er prophezeit, und die waren erfüllt worden, und wenn wir noch nicht kennen, sein wo. Ich glaube, erst einmal, ich habe die Bibel gelesen und probt zu glauben, oder doch, dass wir sollen weiten, was wird in der Zukunft kommen, wie in aller Prophezeiung. Das ist nicht der Josef, warum Gott der Jef. Wenn er in Jesus in der Zeit checken hat, meist einmal, da passiert ein Wort, dann sagt Jesus, das ist so, dass das soll erfüllt werden, was Jesaja sieht. So Prophezeiung ist nicht gejäft haben, dass wir können nicht gleich weiten, wo das alles was kommt, wo das alles was passiert. Das gejäft, dass wenn das ist passieren, dort wir weiten, hey, das ist, was geschrieben wird. Das ist von Gott. Das ist nicht das, was nicht erfüllt. Und fertig, das was nicht so krank so erfällt, ist wie in uns Kopf haben, aber immer, was krank so erfällt, ist, was die Bibel sagt. Und fertig ist das bloß viel einfach und viel Glück, so es heißt, sehen, dass eine Gleichnis oder das können wollen, dass es so krank erfällt worden. Das ist, was ich immer von dieser Geschichte sage, weil wir beten. Vor den Himmel, wir sind weiter so dankbar für den Wort. Ich bete immer weiter, dass wir uns einen Hunger geben, für den Wort studieren und den Wort bitte kennenzulernen und dort wieder zu geben. Das ist so ein barmherziger Gott und wir sind so dankbar für die Rettung, die wir haben, dass hast unsere Sünden vergeben. Und ich bete, dass wir uns immer weiter haben, zu Büße kommen, wo wir irgendwo erreicht sind und den Weg klar sein. In Jesu Namen. Amen.